Ja, wir sind hier in Langballig und sind auf der Seebrücke. Hier ist natürlich jede Menge Krams angeschwemmt worden. Und wenn man da so ein bisschen durchgeht, dann findet man hier auch von der Perle, das ist ja eigentlich total verrückt, das ist da ein paar hundert Meter entfernt, dort hinten, findet man die Parkschilder. Das gleiche gilt auch für den Campingplatz. Und wenn man sich das mal so anschaut, kann man auch sehen, was hier auf der Seebrücke so passiert ist. Das gilt natürlich auch für alles rundherum. Das ist ein bisschen gruselig.